Hallo liebe Freunde des gepflegten Gamings und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Lomdom Silver und ich darf euch und vor allen Dingen dich recht herzlich begrüßen. Es wird sportlich in diesem Let's Play, das kann ich schon versprechen, denn wir spielen ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne in meiner Jugend und noch auch in meiner Kindheit schon gespielt habe. Es handelt sich dabei um Bundesliga Manager Hattrick, ein Spiel von, ja, ich sag mal 1994, wenn ich mich jetzt recht entsinne, von Kron Software und Software 2000 war damals der Publisher. Also schon ein bisschen älter, macht aber gar nichts, denn es hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und es, wie gesagt, ist es von 94, aber bevor jetzt da Aufschrei kommt und hier es heißt, was ist denn, ist gar keine aktuellen Daten, die Leute kann ich schon mal beruhigen. Denn ich gehe jetzt mal ins Spiel rein und ich zeige euch mal gerade was. Ja, nicht erschrecken, so sah das früher aus. Nicht das Spiel selber. denn wir spielen hier oben, sieht man es schon. Zack, wir spielen die BMH 2016-2017 Platin Edition. Denn ich habe einen Datensatz gefunden, der die ganzen Daten aktualisiert. Tada! Ja, habe ich damals auch schon gesucht. Irgendwann ist das ein bisschen eingeschlafen bei den Leuten. Ich mache das Spiel mal in groß. Moment, damit ich das auch mal ein bisschen deutlicher sehe. Jetzt müsste ich darüber kommen, genau. Alles klar. Wunderbar. Weil ich nehme das gerade mit OBS auf und DOSBox, dann bin ich mal ein bisschen skeptisch, dass das auch alles so reibungslos funktioniert. Gut, was bedeutet denn jetzt bei BMH 2016, 2017? Klar, ich habe jetzt gerade gesagt, wir haben jetzt schon mal den aktuellen Datensatz hier. Also die Version 1.2, ich verlinke das auch mal alles unten in die Videobeschreibung, wo ihr das Game herbekommt, das ist kostenlos und wo ihr den Datensatz herbekommt. Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall an alle, die da entwickelt haben und dass ich da die ganzen Editor warm laufen ließen. Ja, damals 94, ihr seht schon an der Währung, es gab damals noch D-Mark, ja, für die Jüngeren unter euch, das war eine Währung, die wir damals hatten. Ja. War auch eine sehr stabile Währung, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Was wir hier haben in dem Spiel ist natürlich Euro, weil es einfach zeitgemäß ist. Dann Ausländerregel, werden auch viele nicht mehr wissen. Es gab damals eine Ausländerregel bei Fußball-Bundesligisten. Die durften nur drei Ausländer, ja, in den ersten 11 Spielen, also auf die Leute auf dem Platz stehen haben. Also das heißt, von den 11 Spielern, die auf dem Platz standen, waren nur drei Ausländer. Ist auch mal aufgehoben worden. Da fiel mir ein, oder fällt mir gerade ein, es gab Otto Rehhagel, der hatte sich mal böse Verwechslungspech gehabt. Der hatte mal einen deutschen Spieler rausgenommen und einen ausländischen Spieler eingewechselt, hatte so mit vier Ausländern auf dem Platz und hat es gemerkt. Und dann gibst du diese Szene, könnt ihr gleich mal gucken bei YouTube, also nach dem Video natürlich hier, wo er dann da hängt und dann plötzlich, wo er das dann merkt, nach der Einwechslung, scheiße, das Spiel haben wir verloren, weil es wurde natürlich dann bestraft. Ja, Drei-Punkte-Regel gab es damals auch schon. Startdatum der Saison ist 2016, 2017, Sommertransferperiode. Also das ist der Stand vom 9.09.2016. Was Aktuelleres habe ich leider nicht gefunden. Was aber auch schwierig ist, weil die aktuelle Saison gerade erst losgeht. Also es ist jetzt nicht wie bei FIFA, dass man aktuelle Daten kriegt, sondern es ist alles freiwillig von lieben Helferlein gemacht. So, der Rest ist eigentlich uninteressant, dann drücken wir mal hier weiter und wir drücken halt mal nicht auf was anderes, sondern auf 1. Und dann geht das Spiel los und ich zeige euch mal, wie geil das ist. Die Leute, die es kennen von früher, die werden denken, huch, was ist das denn? Das ist ja richtig, naja, modern will ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt aktualisiert und viele kleine Feinheiten, die da drin waren, die sind heute anders. Achtung, es geht los. Geil, also hier, Trikot und so gab es damals nicht. Hier, den Ball, den gab es damals nicht hier oben. Ah, das sah anders aus alles. So, okay. Hier ist so ein Einstellungsmenü. Bundesliga-Manager Hattrick. Herzlich willkommen nochmal an alle, die jetzt zugeschaltet haben. Spieldauer würde ich unendlich machen. Man kann hier auch einstellen, dass man halt irgendwie begrenzt spielen möchte. Aber das finde ich Quatsch. Ich mache einfach mal unendlich, weil ich weiß auch nicht, wie lange das hier geht. Für den Fall, dass euch das Let's Play gefällt, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Dann sehe ich, dass es euch Spaß macht. Genauso wie mich. Es ist ein Retro-Game. Das heißt, wir sehen das Ganze mal wieder aus der Retro-Perspektive. Deswegen nicht ganz so auf die einzelnen Elemente eingehen. Die Musik im Hintergrund nervt, aber ist gleich weg. Keine Sorge. Schwierigkeit machen wir mal 3. Wir können hier wirklich hochgehen, aber dann haben wir gar keine Chance. Das ist zu simpel. Wir machen mal 3. So. Hier kannst du bis 4 Spieler spielen, die aber nacheinander an einem PC spielen. War damals so. Internet gab es noch nicht, Leute. Wo denkt ihr hin? Also nicht so für den normalen Pöbel. Modus weiß ich nicht, habe ich immer gelassen. Und hier können wir entscheiden, was wir spielen wollen. Also, ob wir die Nationalmannschaft auch drin haben wollen. Ich möchte sie drin haben. Manche sind dagegen, ich weiß es nicht. Aber ich habe sie gerne drin. So, jetzt gehen wir schneller unseren Namen ein. Pass auf, ich gebe einfach mal meinen Namen ein. Hoppla. Gut, okay, den Namen haben wir. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch einen Verein. Ich möchte nicht Bayern München sein. Hallo? Also, ich hänge da noch drin.
Bayern München sein. Ich weiß ich nicht. Ich würde gerne den ersten FC Köln nehmen, weil es mein Lieblingsverein ist. Ja, kein Aufschrei jetzt bitte. Aber ich gucke mal, was es sonst noch so gibt, oder? Oder nehme ich den ersten FC Köln? Ich habe mir im Vorfeld wenig Gedanken gemacht. Aber ihr seht schon, hier, wie zum Beispiel hier Rasenball, gab es damals alles nicht. Klar, ne? Die Logos sind jetzt aktualisiert, wie zum Beispiel, oder Frankfurt sah auch anders aus früher noch. Hier, was weiß ich, was haben wir noch? Keine Ahnung. Heidenheim, ja, so. Okay, pass auf, ich nehme den ersten FC Köln und versuche den mal europäisch zu machen. Deswegen, wir nehmen mal den ersten FC Köln, ausgewählt, allerdings Startliga, wir fangen mal ganz unten an, das müsste... Ah ja, das ist hier in dem Fall die Regionalliga, früher war das Oberliga, sieht also ein bisschen anders aus. Okay, das haben wir. Vereinsstärke machen wir mal unteres Drittel. Ganz schwierig starten wir das Ganze hier. Und wir können uns noch einen Bumskopf auswählen, wie wir aussehen wollen. Ich nehme mal hier den Kapuzenmann, oder? Kapuzenmann ist gut. Ja, das passt. Alles andere... Sie sind auch also aktualisiert. Ich erkenne sie jetzt so nicht, wer das sein soll. Aber das sieht so ein bisschen aus wie der Schweini. Naja, ist auch egal. So sieht's aus. Köln, Regionalliga, beginnen wir. Unteres Drittel starten wir mit der Vereinsstärke. Also wir werden es schwer haben. Aber wir kriegen es hin. So. Sind alle Angaben richtig? Ja. Und dann sehen wir erstmal qualifizierte deutsche Vereine für die Europa League. Das wird immer angezeichnet. Also die, die in der Europa League spielen. Hier Gladbach zum Beispiel. Naja, Champions League. Hieß damals auch als Landesmeister, Pokal der Landesmeister hieß das damals noch. Der Hintergrund ist anders, alter Schwede. Mainz ist im Europapokal der Pokalsieger. Oh, die Auslosung hier. Kaiser Franz ist natürlich immer dabei. Er ist der Originalspieler. DFB-Pokal, da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht dabei sein. Und das ist neu. Also die ganze Line-Up ist hier neu. Sie kenne ich halt nicht. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Kaiser? Kastrop? Ich weiß es nicht. Okay, aber wir kürzen das mal ab, weil wir sind nicht dabei. Das ist halt DFB-Pokal, da kommen wir, glaube ich, erst ab der dritten Liga kommen wir da überhaupt rein. Das sind diese kleinen Kronen. Die großen Kronen sind halt die Bundesligisten, wie man sieht, ne? Oh, Dortmund gegen Leverkusen in der ersten Runde. Heieiei, das wird schon brenzlig werden. Okay, also es geht los. Wir sind hier beim Hauptmenü, das ist der Kicker. Früher hieß es einfach nur News. Und wir sehen, wir haben bereits in dieser Saison 2160 Dauerkarten verkauft, sodass wir 486 Euro bekommen. Es gibt neue Werbeangebote, die schauen wir uns auch gleich an. Aber, ah ja, hier, und Deutschland ist Weltmeister, das sollten wir mal lassen. Ich muss mal kurz bei den Einstellungen gucken. Ich glaube, ich habe da schon was gemacht. Start und das zur Liga, jawohl. Ups, so. Oh, Gott sei Dank. So, nicht erschrecken, das ist so die Einstellungsmöglichkeiten, die man damals hatten. Also hier, wir beginnen ja hier in der untersten Liga, deswegen müssen wir das einstellen. Bla bla bla, wie auch immer, wie dem auch sei. Ich hoffe, ich habe es richtig eingestellt. Ich habe das im Vorfeld mal geguckt. Das stand alles im Handbuch drin. Das gab es damals noch nicht wirklich als... Pop-up, das heißt, wenn ich jetzt hier drüber gehe, sehe ich unten rechts, ihr seht in diesem Kästchen hier, sehe ich immer nur, was es ist. Aber ich sehe nicht, also, ne, A1, Schiff versenkt und so, nee, aber ich weiß nicht, was es dahinter bewirkt. Das heißt, dafür gab es ein Handbuch und in diesem Handbuch musste man nachschlagen, also, aber wir reden hier von 1994 und von daher war es ein super Spiel. Okay, Leute, das heißt, wir schauen erstmal, würde ich sagen, oh, die Aufteilung ist ein bisschen anders, wie ich sie kenne. Oh, Alter, das ist aber auch nice gemacht hier. Eieiei. Cool. Wir machen erstmal ein paar Einstellungen hier. Wir gucken erstmal natürlich, dass wir ein bisschen Kohle kriegen. 16.000. Oh, das ist natürlich jetzt doof, weil ich habe hier überall, echte Sachen drin. Ihr möget mir verzeihen, ich habe das nicht bedacht. Es ist keine Werbung für irgendjemanden, aber Verive können wir machen. Die Postbank können wir auch machen. Ich würde mal gucken, dass ich nicht so, dass ich so bis 8.000 komme. Alles, was drunter ist, würde ich eher lassen. Aber das sieht relativ gut aus. Gucken wir mal. Telebums, die können wir noch nehmen. Und dann ist auch schon Ende. Okay, alles klar. Gut, gucken wir mal an unseren Hauptsponsor. Fly Emirates. Oh, 56.000. Das ist gar nicht so schlecht. Was haben wir denn noch hier? Volkswagen. Rewe. Liegt kein Angebot vor. Natürlich für den FC wäre Rewe ganz gut, aber was willst du machen? Die bieten halt mehr. Ich meine, BMW ist ja auch nicht Trikotsponsor von Bayern. Ne? Okay, das haben wir. Was habe ich denn jetzt? Achso, alles gut. Dann gucken wir mal, was wir an Fernsehgelder bekommen. Sky möchte uns bieten. Oh, Alter. Können wir machen. Das ist schon nicht schlecht. Und wir sind schon im Plus. Wir haben noch nicht mal alle Werbeflächen für Burgs hier. Aber wir haben natürlich noch keine Öffentlichkeitsarbeit geleistet, die dafür sorgt, dass wir auch noch quasi eine Pressearbeit machen. Hier so Twitter, Social Media und so ist jetzt mittlerweile neu drin. Aber gab es damals nicht. Ich würde mal sagen, wir machen mal so 10.000 pro Monat. Und die Fanbetreuung machen wir auch mal so 10.000. Jetzt haben wir natürlich wieder ein Saldo im Minus, aber keine Sorge, das kriegen wir hin. Okay, dann gehen wir da raus.
So, alles klar. Gucken wir uns mal unsere Mannschaft an. Alter, das war früher mal hier. Ich kann die auch alle verschieben, wenn ich einfach rechte Maustaste gedrückt halte, aber ja. Wo ist denn jetzt meine Mannschaft hin? Hallo? Transfers? Okay. Naja, das ist auf jeden Fall der Transfermarkt und wir sehen halt auch hier Timo Horn, Olkowski, Sörensen, alles Spieler aus der letzten Saison, wie vor allem hier Modest. Ja, ist auch noch mit dabei. Aber bevor wir das machen, fällt mir gerade ein, genau, wir müssen mal gucken, wo wir überhaupt stehen. Und wir stehen, ihr seht es, an letzter Position. Also wir fangen ganz unten an, aber haben natürlich auch den jüngsten Kader. Könnte man was draus machen, ich weiß es nicht genau. Ich wollte aber mal gucken, wie unser Umfeld ist. Das ist ein bisschen viele Buttons hier auf jeden Fall. Das ist aber früher auch schon so gewesen. Umfeld? Bin ich blind? Ich glaube ja. Verträge, Statistik. Ach da, ich bin blind. Ah ja, und hier sehen wir schon Arzt, Co-Trainer, okay. Das ist da Müller-Wohlfahrt. Wir machen einfach mal, ganz wichtig, das ist die U-Baby, achso, sieht man ja auch, U15, stand früher auch nicht dran. Alles klar. Machen wir mal 4. Machen wir hier auch mal 4. Nein, 4. Machen wir auch mal 4. Weil Jugendarbeit ist wichtig, dann kriegen wir nämlich in der nächsten Saison, wenn die vorbei ist, und das funktioniert alles ganz gut hier, wenn wir die Sterne hochsetzen. Kostet natürlich Geld, aber wir kriegen dann wahrscheinlich einen sehr guten Jugendspieler und deswegen sollten wir das machen. Hier die Sterne sind auch okay, die würde ich auch mal bei 1 lassen. Das senkt so ein bisschen die, wie heißt es, die Verletzungsphase, genau wie hier, dass die Leute, dass die Spieler sich nicht so schnell verletzen. Co-Trainer bedeutet, dass wir letztendlich dadurch ein besseres Training auf die Beine stellen. Ne? Vier-Augen-Prinzip. So, alles klar. Training können wir auch mal gucken, genau. Alter, das ist aber. Das ist aber alles ein bisschen anders als früher, oder? Vertue ich mich da? Ich glaube, das ist ein bisschen. Also, ich meine hier von der Aufteilung. Auf jeden Fall. Weil ich muss euch gleich gucken, wo klicke ich drauf, damit es weitergeht. Naja, wie dem auch sei. So, gucken wir mal, ob wir mal einen Spieler auf die Risse mit einer Stärke von 1. Warum das denn? Achso, das ist übrigens die Mannschaft, ne? Wenn ich jetzt hier drauf gehe, kann ich mir den auch. Wenn ich ihn mal gedrückt halte, kann ich mir den auch angucken. Genau, und dann sehe ich halt die Feinheiten wie Teamplay, Antritt, Schuss, Pass, Tackling, Freistoß, Eckball und so weiter und so fort. Hier so ein Bildchen von ihm, was er momentan hat. Würde zum Beispiel stehen, er ist verletzt, er ist gesperrt, wie auch immer. Er kommt auf jeden Fall aus der eigenen Jugend, hat einen Marktwert von 70.000. Das heißt für uns, wir können ihn mal auf die Transferliste gleichsetzen. Machen wir aber noch zusammen mit Guirassy. Der kommt weg, weil er halt auch nur eine Stärke von 2 hat. Also Mittelfeld, Stürmer und dann können wir noch einen Abwehrspieler verkaufen. Was haben wir denn da für einen Billo-Abwehrspieler? Ja, nehmen wir mal den Heinz. So, wir können immer nur 3 auf die Transferliste setzen, deswegen packe ich die dreimal da drauf. Und im Gegenzug gibt es was? Nee. Ist leider überhaupt nichts auf der Transferliste drauf, was wir machen, gebrauchen können. Weil wenn ich jetzt hier so einen nehme mit Stärke 66, ich zeige das mal gerade, einfach nur demonstrativ. Ich gehe auf Verkaufen, da kann ich halt. Ach, das ist auch relativ neu, schön. Dann sehen wir hier, dass er eine Ablöse von 900.000 will. Und das ist für uns, für die Regionalliga doch ein bisschen übertrieben, Leute. Das muss doch echt nicht sein. Ne? Okay, so sieht's aus. Erst einmal würde ich sagen, die Basics stehen. Deswegen würde ich einfach mal speichern. Da würde ich sagen, FC, LDS, damit ich weiß, dass das Dings ist. Die Aufnahme ist. Schreibe ich dann noch. Aufnahme. Auf. Nee, ich schreibe einfach so. 1. So. Okay, da haben wir es einfach gesaved. So, jetzt die Frage, wo komme ich hier weiter? Ups, das war's schon. Das war's schon. Ach so, ich habe jetzt die Nationalmannschaft komplett angemacht. Ja, okay, die bräuchte ich eigentlich nicht. Kann ich die noch irgendwo ausstellen? Müsste ich gleich mal gucken. Macht aber nichts. So, DFL Supercup. Und gewonnen natürlich Bayern München. Ist ja logisch. Wir gewinnen ja alles. Übrigens nicht wundern, das ist 4 zu 3 Format hier, was ihr seht. Das ist nicht 16 zu 9. Das gab es damals auch nicht. Und es gibt neue Werbeangebote. Sehr schön. Oh, das ist schon das erste Spiel gegen Hildesheim. Ich war noch gar nicht, das war gar nicht so gut, was ich gemacht habe. Ich wollte. Was? Ich mache einfach mal. Ich wähle mal kurz einen anderen Safe Game aus. Warte mal, Doppelklick. Ihr hört die Musik, wie ätzend die ist. Schön. Oh, ich kann keinen heutigen Spielstand laden. Das war alles blöd. Okay, pass auf, Leute, ich bin gleich wieder da. Jo Leute, ich bin zurück, da wo wir vorhin gestartet haben, weil ich wollte nur gucken, wie ich hier weiterkomme. Ich wollte gar nicht wirklich weitergehen. Was daran liegt, weil wir ja noch in der Vorbereitungsphase sind. Und ne? Deswegen in der Vorbereitungsphase gehe ich ganz gerne mal ins Trainingslager. Und bevor ich jetzt hier wirklich viel Zeit verliere, ich gucke gerade nochmal an, wie das hier war. Taktik.
Alles klar. Okay, das ist die Intention, dann ist es halt eher defensiv, hat nichts zu sagen, aber wir können hier noch sagen, wie wichtig das ist, mit wie viel Einsatz die spielen müssen. Lassen wir erstmal so. Okay, Stadion, damit die Verletzungsgefahr nicht so hoch ist, baue ich mal auf ausreichend unseren Rasenzustand aus. Die Spieler bleiben weniger hängen. Und hier können wir auch sagen, genau, kleines Trinkgeld von 8%, dann bauen die Leute schneller. Zwinker, zwinker. Nein, machen wir nicht. So. Okay, lassen wir sein. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen weniger Kohle, aber ist nicht so schlimm, denn wir haben eh noch keine Spieler auf dem Transfermarkt, die wir uns kaufen können. Das ist halt echt blöd, dass da nichts drauf ist. Schade. Naja, wir gehen auf jeden Fall nochmal ins Trainingslager. Früher war das nur Deutschland und früher war das so Krinten-Dinger. Ulm, Potsdam, Groningen, Saint-Denis, Vinadio, okay. Ancona. Weißer Stern von Ancona. Cool. Die sind auch für mich neu. Ich hätte jetzt einfach etwas, ich hatte schon im Kopf, was ich machen wollen würde. Ja, ich glaube, ich bleibe dann irgendwie hier, ne? So in dem Bereich. Nicht so teuer. Gerade zu Beginn. So dritte Liga, jetzt auch noch nicht so. Erholung machen wir mal ein bisschen hoch. Hallo? 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 Achso, geht ja gar nicht. Ich muss jetzt erstmal wieder was runter machen. Dann geht jeder eins runter. Damit die Erholung auch was hochgeht. Geht das noch? Nö. Aber reicht. Okay, drei Besucher haben wir nur noch möglich. Komisch, ich dachte, das wäre auch. Hätten sie auch weggemacht. Aber wie dem auch sei. Wir nehmen es einfach mal und gucken mal, was passiert. Ihre Spieler kehren guter Dinge aus dem Trainingslager heim und erwarten voller Vorfreude den nächsten Gegner. So muss das doch sein, Leute. So, jetzt gucken wir mal, was es an der Stärke gemacht hat. Acht, wir sind eins hoch. Aber das wird gleich noch besser werden. Das Problem ist, wir haben halt noch keine Spieler. Und jetzt ist die Saison Vorbereitung. Und jetzt sollten wir auch ins Trainingslager fahren. Das ist echt blöd. Wir können natürlich mal gucken, was ist mit Trainingslager und so. Wie groß ist unser Stadion eigentlich? Warte mal. 8000 Plätze? Alles klar. So. Also das ist blöd, dass ich jetzt hier wirklich den, ja, in Deutschland mit drin habe. Das wollte ich eigentlich auch nicht machen. Aber naja. So. So. Supercup. Jawohl. Bayern München hatten wir ja schon. So. Werbeangebote gibt es. Jawohl. Deutschlands Weltmeister. Vielen Dank an alle User von Managerspiele. Hier ist es genau. Von Managerspiele.net, die aktiv an dieser Version mitgewirkt haben. Ich kam eben nicht auf den Namen drauf. Daumen hoch, Leute. Habt ihr eine super Arbeit geleistet, aber ich trotzdem. Also so Seite 1, die kann ich gar nicht wegmachen. Okay. Gut. Wir gucken mal, ob wir wieder einen neuen Spieler auf der Transferliste haben, der uns gefällt. Was heißt vor allen Dingen neuen Spieler? Wir haben noch gar keinen Spieler. Von Spielerberater. Okay, früher stand da vereinslos. Jetzt steht da Spielerberater. Auch nice. Hat dann viel gedacht, muss ich sagen, bei dem Game hier. Hier muss man sagen, wir haben eine super Abwehr. Der Rest ist so lala. Sergej Müller? Warum ist auch der Horn nicht im Tor? Naja. Erstes Spiel auf jeden Fall gegen Hildesheim. Gucken wir mal, wie unsere Stärke ist. Hildesheim? Oh, da hätten wir sogar noch eine Chance, gegen die zu gewinnen. Müssen wir mal gucken, wie wir die Aufstellung hier machen. Moment, Taktik. So, ja, das können wir lassen, können wir lassen. Dann gucken wir mal, wo ist denn hier Aufstellung? Hallo? Boah, da unten jetzt. Früher war das nämlich nicht da unten. So, wen bringen wir denn hoch? Wen brauchen wir denn noch? Ja, Dominik Heinz, wollen wir mal den Sörensen hoch. Den Hector mit einer 7 lassen wir unten. Das sind unsere drei, die eigentlich loswerden wollen würden. Timo Horn ist eins besser als der Müller, deswegen packen wir den da hoch. Und hier, was haben wir noch? Zoller oder Osako? Osako? Ist ein Engländer? Okay. Warum auch nicht? Ist mir neu. Aber macht ja nichts. Okay, Leute. Und da würde ich sagen, gucken wir uns noch das erste Spiel an und dann ist Folge 1 vorbei. Also hier oben sieht man auch ganz schön, Stärke 10 gegen Stärke 10. Schön von der Einteilung. Wir gucken mal drauf und wir schauen mal, wie das wird. Ich hoffe, ich habe die Einstellung hier richtig alle, dass das auch wirklich schön dargestellt wird. Klick. Ne? Also, los geht's. So sieht's aus. 800 Leute im Stadion. Ja. Aber 0-1. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Zoller. Ach, scheiße. Zoller macht nicht das Tor. Jetzt gucken wir mal. Oh, hier. Nochmal. Noch eine Chance. Aber wieder nicht. 3-1 Chancen für uns mittlerweile schon. Da ist es. Zoller macht das 1-1. Der Ausgleich. Sehr gut. Vielleicht kriegen wir noch den Sieg hin. Aber ich glaube, oh, Hildesheim. Das war knapp. 1-1. So sieht es aus, Leute. 1-1. Das war das erste Spiel. So, jetzt gucken wir mal, wie die Tabelle steht. Wir sind auf Platz 11 nach dem ersten Spieltag. Ist okay. Also hier würde ich mich auch ganz gerne erstmal ansiedeln in nächster Zeit. Vor allen Dingen mit den nicht so guten Spielern, die wir haben.
Und ich hoffe, oh, Guirassy wird sich nächste Woche für einen Verein entscheiden. Und Dominik Heinz, und das war's. Okay, Rasenzustand ist abgeschlossen, sehr gut. Sobald wir keine Spieler kriegen, ist natürlich schwierig auch hochzukommen. Deswegen würde ich erstmal vorschlagen, wir gucken, dass wir neue, bessere Spieler kriegen. Wir versuchen so lange dann irgendwo zu positionieren, dass wir nicht ganz weit unten abkacken. Und ja, falls dir gefallen hat und falls du mehr von diesem Let's Play sehen möchtest, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben. Falls du es noch nicht getan hast, würde ich mich auch freuen, wenn du mich abonnieren würdest. Ist aber alles kein Zwang, sondern deine Entscheidung. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und wir sehen uns bei Folge 2 wieder. Bis dann. Ciao.